Die 5 Tore von Robert Lewandowski wirken auch mit etwas Abstand noch nach. Bundesweite Faszination nach dem Gala-Auftritt des Bayern-Stürmers mit der BVB-Vergangenheit. Auch bei 2 ehemaligen Dortmunder Stars. Ein Robert Lewandowski war auch schon bei Borussia Dortmund sehr gut, das muss man sagen. Und ich denke, das ist klar, dass das ein sehr, sehr großer Verlust war für die Borussia. Aber natürlich, wenn man 5 Tore in 9 Minuten schießt, ich denke, da braucht man nicht drüber irgendwelche Floskeln zu verlieren. Das ist ein absoluter Weltklasse-Stürmer, der alles drauf hat. Und der ist wie ein D-Zug durch die Allianz Arena gefegt. Es ist ein absoluter Spitzenmann. Das ist einzigartig, es wird auch wahrscheinlich so nicht mehr vorkommen. Ich meine, er hat einen Rekord gebrochen. Lewa ist meines Erachtens auch ist der beste Mittelstürmer auf der Position in der Welt. Und 5 Tore in, glaube ich, 10 Minuten oder 9 Minuten, das ist natürlich Weltklasse. Und da hat er gezeigt, was er alles kann. Jedes Tor war etwas anders, aber er hat Stärken, egal in welchem Bereich. Möllers Maximum waren 3 Tore in einem Spiel, das aber gleich 2-mal. Einmal für Frankfurt, einmal für den BVB. Karl-Heinz Riedle gelang ein Dreierpack nur im Nationaltrikot und im DFB-Pokal. Von einem Fünferpack waren beide weit entfernt, obwohl sie zu den erfolgreichsten Fußballern Deutschlands gehören. Sehnsucht nach einem der besten Stürmer der Dortmunder Vereinsgeschichte. Ich glaube, so einen Spieler vermisst man immer. Also es wäre gelogen, glaube ich, von jedem Dortmund-Fan, wenn er sagen würde, man vermisst ihn nicht. Also Aubameyang ist sicherlich im Moment richtig gut, macht es auch wirklich top. Aber mit dem Lewandowski wäre, glaube ich, Dortmund relativ stark.